Ja, Lüneburger Nordheide oder in der Nordheide bin ich jetzt angekommen. Ja, beginnen so langsam die Single Trails hier nach 55, 60 Kilometer. Aber bis hierher war alles super, war alles gut. Ja, wir haben jetzt 8 Uhr und herrlich, sehr schön. Und sie fängt auch langsam an zu blühen. Gut, dann werden wir mal weiter und ein paar Meter haben wir noch vor uns. Ja, in die Richtung geht es jetzt weiter. Es ist doch ganz schön sandig hier. Da würde ich sagen, ist noch mal Schiebegang angesagt. Single Trail hier. Bei Kilometern, ja, 80 würde ich sagen. Ja, sehr schön. Bin ich letztes Jahr mit Tienchen auch gewesen. Also wer eine Pause machen möchte. Aber ich glaube, das braucht keiner. Weil ich sage jetzt mal einen Kilometer noch und dann ist man bei der nächsten Ortschaft. Aber schön gemacht. Also in diese Richtung geht's weiter und von da bin ich gekommen. Und da bin ich gekommen und so geht das schon die ganze Zeit. Hier muss mal irgendwas los gewesen sein, sturmmäßig. Ja, eigentlich geht der Weg ja da weiter. Aber ich glaube, ich kann da irgendwo lang. Mal gucken. Wir werden schon einen Weg finden. Ja, wie schön ist es doch in der Lüneburger Heide. Und sie fängt an zu blühen.
So, 100 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Das Wetter ist ganz gut, aber die letzten 10 Kilometer hat doch der Zuckersand ordentlich zugenommen und die Baumwurzeln von den schönen Kiefernbäumen. Will ich meckern. Richtig schöne Strecke. Aber wir sind jetzt bei der Halbzeit. So roundabout. Vielleicht ein bisschen mehr. Ne? Naja, vorhin noch die GoPro kaputt gegangen. Deswegen probiere ich das hier so ein bisschen mit dem Handy heute. Aber ich nehme mich mal ein bisschen, ich gehe mal so rum. Dann kann man noch ein bisschen was von der Heide sehen. Noch ein bisschen höher. Ja, schön sieht es aus hier. Also wer die Strecke hier gestalktet hat, das ist schon Hammer, ist schon schön. Lässt sich gut fahren. Ist anstrengend, aber ich glaube, das ist der dritte Orbit, den ich jetzt fahre. Und dritte, ja. Den einen habe ich ja nicht geschafft, den zähle ich nicht mit dazu. Den von nach Lübeck, von Schwerin nach Lübeck, da die Ecke. Also der dritte. Und boah, ich würde sagen, empfehlenswert bis jetzt. So knapp 100 Kilometer gefahren. Ja. Gut, werde mich nachher nochmal melden. Kennen wir ja, ne? Wildsauen. Ja, kriegt man nicht anders zu. Ja, ein bisschen Erfrischung. 115 Kilometer, schöne Brücke, kleiner Bach. Schöne Strecke. Oh. Anstrengend, aber es ist meistens immer so ab 110, 115 Kilometern ist bei mir dann immer anstrengend. Ich hoffe, dass ich heute mal wenigstens mal irgendwie im Hellen ankomme, aber ich denke mal nicht, so wie ich gerade durchgerechnet habe, wird es wohl nicht der Fall sein. Na, wenn es dann so ist, wir haben Licht am Fahrrad und bis 20, 20.15 ist ungefähr hell, 20.30, mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Ne? Eisenbahnbrücke von Buchholz nach Bremervörde. Ja, ich glaube, die ist wohl nicht mehr so aktiv. Aber da bin ich jetzt eine ganze Zeit lang dran lang gefahren oder drauf rumgefahren. Ja, jetzt geht es gleich über oder unter die Autobahn durch und dann immer weiter.